So, hallo, wir machen weiter bei Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Letztes Mal sind wir ganz lange durch diesen Geheimgang gegangen, bis nach Schloss Hyrule, haben haufenweise Kleidung gefunden und Waffen und alles Mögliche. Und jetzt bin ich wieder in den Spähposten zurück, habe ich erstmal ein Dach repariert. Jetzt ist der Typ, der das. Stimmt, und wir haben den Text hier, jetzt jemand, der den Text entziffern kann. Es ist alles gerade so viel hier am Happening. Ich komme nicht klar. Und jetzt steht hier einfach er. Jetzt steht hier einfach er. Ich brauche so viel Platz. Let's go. Let's go. Gib mir mehr Waffentaschen. Ja, komm. Und hau nicht gleich wieder ab dann. Nach zwei Taschen oder so. Waffentasche. Ja, komm. Ich will das nicht sehen. Zack. Noch eine. Noch eine. Ja, gib. Bitte. Jetzt wird es natürlich immer teurer, ne? Man kennt's. Noch eine. Waffentasche. Acht schon jetzt, oh mein Gott. So, zack, let's go. So, Waffentasche. 12. Oh, dann ist es mit Waffentasche jetzt durch. Dann ist mit Waffentasche jetzt durch. Aber okay. Vier neue Waffenslots. Nice. Dann würde ich die Bogentasche noch erhöhen. Bogen nehme ich auch schon recht viele mit. Damit haben wir noch gar nicht angefangen. Aber heißt es, er bleibt jetzt hier? Er haut ja nicht mehr ab. Heißt es, er bleibt jetzt hier? Ist das jetzt sein Ort? Kann ich jetzt jederzeit, wenn ich genug Krogsamen habe, hier hinkommen? Das wäre ja insane. Oh, es ist so wichtig jetzt gewesen. Ja, let's flipping go. Einmal geht noch, ne? Yes. Ja, einmal geht noch. Hier, bitteschön. Und dann könnte sogar noch einmal Schildtasche gehen, ne? Und dann haben wir erstmal alle Krogsamen komplett ausgegeben. Insane. Yes. Yes. Ich habe alle Krogsamen erstmal ausgegeben. Und sie komplett genutzt. Boah. Junge, Junge, Junge. Er bleibt jetzt hier. Das ist jetzt sein Ort. Okay. Oh, das ist auch größer geworden. Hier gibt es jetzt Hyrule. Hier gibt es jetzt Hyrule-Reis. Holzpfeil. Aber der Hyrule-Reis ist neu, ne? Ornigewand gibt es jetzt hier auch. Heilja kaputt. Habe ich die nicht schon? Ach, einmal im Besitz, ja, da steht's. Heilja Gewand. Okay, aber im Moment kaufe ich jetzt mal nichts. Okay, habe ich jetzt noch irgendjemanden hier übersehen, der irgendwas Neues hat? Pausen sind wichtig. Ja, dann mach eine. Ah ja, Junge. Ich wollte nur kurz hier unten pennen. Oh, warte mal. Oh, schade. Ich dachte, ich kann das vielleicht aufmachen. Aber ist jetzt noch irgendwas anders?
Also das war. Achso, jetzt kann ich natürlich hier meine Waffen erstmal auch wieder auffüllen. Jetzt kann ich erstmal alles mitnehmen. Stimmt. Aber hier kann ich leider jetzt noch nicht. Wir haben keine aktuell nicht genug. So, aber dann schlafe ich jetzt nochmal. Und dann brechen wir endlich zum Plateau auf. Es kann doch nicht wahr sein. Aber, ey, das Spiel füllt sich. Ich werde nie fertig. Tempel im Untergrund. Alter, das ist riesig. Ich finde es gut, dass es riesig ist, aber. Nee, stopp. Erst Kakariko. Erst Kakariko. Ich will diese Schrift lesen können. Ich will diese Schrift lesen können. Sorry, ich muss erst nach Kakariko. Wo ist denn der Typ jetzt? Wo ist denn der Typ jetzt mit seiner Scheißschrift? Und warum regnet es hier jetzt schon wieder? Und wann komme ich endlich da hoch? Darf ich doch bestimmt immer noch nicht. Natürlich. Alter Kalib, du bist so ein. Ob Paya das nicht entscheiden könnte, dass da. So. Hier ist nichts gewesen. Aber war da. Da unten habe ich was glitzern sehen. Ist da irgendwas Cooles? Ein Croc! Ja, let's go. Wir brauchen wieder Crocs. Jetzt weiß ich endlich, wo ich sie abgeben kann. Ich habe den endlich gefunden, den Dude. So wichtig war das, ey. So wichtig. So, aber wo ist jetzt der Typ mit der Schrift? Ich muss jetzt wieder alles absuchen, bis ich den gefunden habe, oder was? Oh, wir probieren mal gerade was. Wir probieren mal gerade was ganz was anderes. Ein Moment, ich speichere kurz, damit ich meine Sachen nicht verliere. Falls es jetzt nämlich schief geht. Aber ich hab doch jetzt Reis, ich hab doch jetzt Milch. Und Butter und so Kram habe ich doch alles gekauft, na? So. Dann müsste ich doch jetzt endlich dieses Zeug herstellen, was der einen Oma da hilft. Weil ich brauche garantiert Sonnenflecken. Ich brauche Butter. Ich habe keinen Hyrule-Reis. Ich hätte ihn kaufen können, ich habe ihn nicht gekauft. Ich habe keinen Hyrule-Reis. Ist das jetzt mein Ernst? Ich habe keinen Hyrule-Reis. Ich hätte ihn kaufen können, gerade im Spähposten. Ich dachte, ich habe Hyrule-Reis. Ach, scheiße. Okay, aber dann kochen wir halt jetzt noch nichts. Ist okay. So, wie kriege ich jetzt, wo finde ich jetzt den Typ mit seiner Scheißschrift? Wo soll der jetzt sein? Unter Episoden auf jeden Fall, ne? Ne, Nebenaufgaben ist das. Warte, nein. Da, Episoden. Das hier. Okay, da oben ist er. Gut. Dann gehen wir einfach den Weg hoch. So, hier irgendwo? Oder noch eins höher? Ah, da drüben. Ah ja, ergibt Sinn, dass er beide einen. Ja, ergibt Sinn, dass er hier steht. Ja.
Das war nicht der richtige. Oh. Dann hier oben vielleicht. Hä, bin ich jetzt dumm? Hä? Ich markiere mir den jetzt. Jetzt ist er nicht markiert. Jetzt ist er markiert. Da unten. Oh, ich bin völlig lost gewesen. Ach, hier. Ah, okay. Ja. Ja, einfach mal ein Bild gemalt. Da bist du ja. Du konntest deinem Vorschlag also nicht widerstehen, da habe ich recht. So ist es. Oh. Habe ich es mir doch gedacht, das freut mich. Oh. Dieses Bild zeigt die Steintafel, die beim Spähposten vom Himmel gefallen ist. Mit Hilfe von anderen Dokumenten auf Altianisch hier im Institut ist es mir gelungen, die Inschrift zu entschlüsseln. Hm. Folgendes steht dort geschrieben. Ich bin eine treue Zofe von König Rauro und Königin Sonja sowie von des Königs Schwester und der Prinzessin Zelda. Ich will glauben, dass die ferne Zukunft Hoffnung birgt und dokumentiere in 13 Steintafeln den Alltag der Königsfamilie. Mm. Ein kurzer Text, aber ich kann definitiv die Namen König Rauro und Königin Sonja ausmachen, den Gründern von Hyrule. Außerdem ist eindeutig der Name einer weiteren Person zu erkennen, Zelda. Anscheinend beabsichtigt die Verfasserin 13 Texte zum Leben der Königsfamilie zu verfassen. 13... Der Text auf diesem Steinding ist einer von 13. Ah. Tagebuch zum Bediensteten. 13. Ich weiß einen Ort. Einen. Ah. Ja. Weitere 12. Oh. Mm. 12. Oh. Bilder. Belohnung. 12. 12. Ich höre nur noch 12. Okay, pass auf. Das sollte mit dem doch funktionieren. Vielleicht belohnt er mich ja pro Steintafel. Das wäre ja auch schon mal was. Ich wollte oben landen. Ich bin dumm. Never mind. So. Wo ist dieses Ding? Da unten. Let's go. Das ist die einzige, die ich weiß. Mehr fällt mir gerade nicht ein. Aber immerhin. Aber immerhin. Let's go. So. Ja. Also Foto und Abflug. Ich hoffe, er hat es jetzt registriert. Wenn der es jetzt nicht registriert hat, kriege ich einen Ausraster. So, ab nach Kakariko zurück. Gibt es irgendwas, was näher ist? Nein, dann muss ich den nehmen. Okay, let's go. Nein, ich hätte erst Hyrule. Ich hätte erst den Hyrule. Ach, scheiße. Okay, erst zum Spähposten. Ja, wobei, ich kann ja trotzdem mit dem Typen quatschen.
Boah, aber wie viel haben die hier ein? Also, das ist verglichen mit Breath of the Wild haben die so viel mehr eingebaut. Das ist echt insane. Das ist so viel mehr. So, guck mal hier. Oh. Ja. Oh. Ja, ich habe eins. Ah. Da, guck. Hm. Mach dich eine Übersetzung. Oh. Es handelt sich ja eindeutig um Oh. ein Epos über Hyrule. Also wenn man diesen Abschnitt in unsere modernen Sprache überträgt, dann steht da Folgendes. Heute Abend brach die Nacht an, ohne dass der König in unser schönes Schloss zurückgekehrt war. Königin Sonja sprach daraufhin zu mir von den Schreinen, die allerorts verstreut mit grünem Licht das Land erhellen. Auch sprach sie von den Monstern, die erschienen, nachdem das Königreich Hyrule ein Weil schon bestand. Jenen Monstern, solch eine Gefahr fürs ganze Volk. War demnach alsbald von unserem Königspaar der Kampf angesagt. Unterdrückt mit ihrer Kraft von Licht und Zeit, von eigens erbauten Schreinen, vermeintlich für die Ewigkeit gebannt. Als Bannschreine sind sie im ganzen Land bekannt. König und Königin sei mein Dank für all das gewiss, was sie meiner Jugend taten, sodass ich in Frieden leben kann. Oh. Soweit der Text. Und dieses Mal geht es um die Taten von König Rau und Königin Sonja, kurz nach der Gründung von Königreich Hyrule. Das Königspaar muss um die Sicherheit seines Volkes besorgt gewesen sein und ging daher selbst gegen die Monster vor. Sie erschufen die Bannschreine, um die Monster zu versiegeln, auf dass sie niemals zurückkehrten. Außerdem werden die Kräfte von Licht und Zeit erwähnt, verfügten die beiden also über besondere Fähigkeiten. Ah. Hier werden uns historische Taten beschrieben, für die wir auch heute noch dankbar sein sollten. Höchst interessant. Ich danke dir, Link. Nimm diese Belohnung an. Okay. Ah. Ja, alles klar. Also, wann immer ich so ein Ding finde, Oh. gibt's Haha. mehr zu tun. Und er macht dann Bilder draus irgendwie. Okay. Puh. Ah. Okay. Aber dann kann man das dann nachlesen, sozusagen. Oder was? Ah ja. Alles klar. So. Was ist mit Paya? Neue Erkenntnisse. Sonauschrift entziffert. Okay. Nützt mir jetzt nicht so viel. Ich darf da immer noch nicht durch. Auch wenn es keinen Sinn ergibt. Okay, pass auf. Wir machen jetzt einmal ganz schnell einen Abstecher, wo wir noch lange, wo wir schon lange nicht mehr waren. Und zwar zum, wo ist es denn? Bin ich dumm? Hier. Wir waren schon lange nicht mehr an unserem Spähposten. Mensch. Puh. So, jetzt kaufen wir einmal Reis und gucken mal, ob wir damit was anfangen können. Hier gibt's sogar einen Laden. Ja, aber es reicht nicht. Ja, es reicht halt nicht. Du bist zu gierig, Kollege. So. Ja, null im Besitz. Da hätte ich es lesen können. Ich Volltrottel. So, komm, gib mir alles. Okay. Dann probieren wir auch hier gleich zu kochen. Ist ja auch in Ordnung. Dann speichere ich nochmal vorher ab.
Ich will ja nicht, dass das Ganze schief geht. Kann auch sein, dass ich noch Milch brauche. Ich weiß es nicht. Ich weiß doch gar nichts. So, wir gucken mal, was passiert. Also, Reis, zack. Dann das hier. Und das hier. So, was wird jetzt da draus? Solkräuter-Reisbällchen. Heilt von Miasma befallene Herzen. Besonders in Kakariko gern gegessen. Okay, wenn das jetzt nicht richtig ist, weiß ich auch nicht. Oh, wir müssen den Kapselspender hier gleich mal... Den lösen wir auch gleich mal aus, dass wir die Kapseln hier bekommen. Stimmt, den haben wir auch nicht gemacht. Mein Gott, ey, das ist... Oh. Es ist so viel. Es ist so verdammt viel. So, wo war denn der? Der war doch hier oben irgendwo, der Kapselspender. Oder bin ich jetzt blöd? Falsche Richtung, cool. Ah, da unten war der. Ja. Nee, hä? Nee, hier. Hä? Weiter hoch muss ich. Nee, Alter, ich bin dumm. In die Richtung. Da drüben, jetzt. Jetzt. Mein Gott. So. Let's go. Also. Wir haben gelernt, ich brauche nur die Dinger. Was habe ich jetzt gemacht? Ich wollte es nicht einsetzen. Hui. So, mal gucken. Steh auf mir. Ah ja, kennen wir, ja. Heißluftballon. Okay, cool. Dann kriege ich die jetzt mal automatisch. Okay, bisher nur die zwei. Bisher immer nur die zwei. Ventilator. Drei. Okay, das waren jetzt drei von fünf. Ah, eins kommt noch dazu. Eine Sache kommt noch dazu. Okay, dann probieren wir nochmal so. Vielleicht reicht's ja. Ein anderes brauchen wir noch. Steh auf, Männchen, Ventilator. Scheiße. Dann nochmal vier. Nee, das waren schon wieder nur die drei. Komm schon. Yes, Rad. Ein energieautarkes Sonobauteil, das sich schnell dreht, dank seines recht großen Durchmessers, kann es auch durch seichtes Wasser rollen, okay. Gut, auf jeden Fall haben wir damit alle vier hier geöffnet. Gut. Mann, ey. Mann. So, jetzt. Ist das jetzt, was du willst? Ach, Milchrisotto, die wollt was ganz anderes. Die wollt was ganz anderes. Ich sag ja, ich brauche Milch. Ja, die Dinger habe ich.
Hyrule-Reis, Milch und Wildgemüse. Ich brauche Milch. Ich brauche nur die scheiß Milch. Hä? Schleichschnecke, okay. Ich brauche nur noch die scheiß Milch. Ey, es ist... Gibt's hier im Laden keine Milch? Wo ist hier der Laden gewesen? Hier, ne? Okay. Chill. So, haben die hier keine Milch? Ziegenfutter, Rüstungskürbis, Spurtkarotte. Aber die hat eine Quest schon wieder für mich. Was ist denn los hier? Eier. Habe ich nicht 10 Eier? Ich dachte, ich habe 10 Eier. Wie viele Eier habe ich denn? 5 nur. Och, bin ich lost, ey. Okay, also sobald ich 10 Eier habe, kann ich hier nochmal... Das vergesse ich eh, aber ist okay. So, aber das war jedenfalls keine Milch. Schade. Ja, du hast definitiv keine Milch. Tschüss. Ah, okay, bei den Händlern auf dem Weg nach Westen. Also die Straße hier, okay. Ja, komm. Vielleicht treffe ich ja gerade zufällig schnell einen. Händler, wo bist du? Händler. Ist es noch der Weg nach Westen? Ja, passt schon. Händler! Wehe, du hast keine Milch. Wehe, du hast keine Milch. Wehe, du hast... keine scheiß Milch. Gib mir scheiß Milch. Milch. Let's go. Alles. Oh, da hat auch Hyrule Barsch. Nehme ich auch gleich alles. Und noch mehr Hyrule Reis. Alles. Let's go. So. Let's go. Jetzt kochen wir diese Scheiße endlich fertig. Ich mag nicht mehr. Ich will endlich dieses... Alter. Es wird, wahrscheinlich gibt es am Ende eh nur Rubine und es ist so voll die langweilige, so voll die unnötige Nebenquest. Aber holy moly, hat mich die jetzt lange beschäftigt. Also, imagine, du startest diese Quest in Part, keine Ahnung, 5, 6, 7, was weiß ich, was es war. Und etwa so 30 Parts später, sind wir bei One Piece? Kommt dann diese Story hier zu Ende. So, speichern vorher. Ich raste aus. Dann nehme ich noch die Holzkelle hier mit, weil ich es kann. Und dann kochen wir jetzt diese Scheiße. Reis. Zack. Das hier. Zack. Und wo ist die Milch? Da ist die Milch. Zack. Wird da jetzt dieses verdammte Risotto draus oder nicht?
Gemüserisotto, Sollmilch, Gemüse. Wenn das jetzt nicht das Richtige ist. Ah! Oh. Es ist unfassbar. Ja, hier. Ja, nimm. Und Oma, wie schmeckt es dir? Es schmeckt sehr gut, Himba, danke. Das ist seit langer Zeit das erste Mal, dass ich richtig Appetit habe. Das ist ja fantastisch, Oma. Du kriegst auch wieder richtig Farbe im Gesicht. Sieh nur, ist das zu fassen. Dass es meiner Oma endlich wieder besser geht, habe ich allein deinem Sollmilch-Gemüse-Risotto zu verdanken. Das Rezept für das Gemüse-Risotto stammt also von dir? Das cremige Aroma hat meinem Körper und Geist geradezu belebt. Dank dir und deiner meiner lieben Enkelin Himba war dies doch nicht mein letzter Lenz. Ich danke euch vielmals. Oma, bist du sicher, dass du schon wieder aufstehen kannst? Oh, Clary, tut mir leid, wenn du dir wegen mir Sorgen gemacht hast. Ich habe es diesem Reisenden und seinem Sojamilch-Gemüse... Oh, Alter. ...zu verdanken, dass es mir wieder besser geht. Nun ja, Hauptsache es hilft. Oma, geht es wieder gut? Also dann, Himba, bereite dich schnell auf deine Reise vor. Huch, was meinst du damit? Denkst du, wir hätten es nicht bemerkt? Du möchtest in Hateno Modedesign studieren, habe ich recht? Oma und ich können uns auch ohne dich um zwei Früchtchen kümmern, also geh ruhig. Bist du dir sicher, dass du wirklich mitkommen willst? Wenn ich ganz ehrlich würde, schon... Ja, aber nicht. Sie geht jetzt nach Hateno, ist okay. Ja, Boutique, zwei Früchtchen, Mode. Ach so, jetzt werden die Preise günstiger. Ah, stimmt. Stimmt, da war was. Jetzt werden die Preise günstiger. Ja. Zwei Früchtchen. Ja, jetzt werden die Preise günstiger. Okay, dann ist es doch wichtig gewesen. Yay, Ausdauergemüse-Risotto, let's go. Okay, ja, dann sind die Preise jetzt günstiger. Das ist der Quest-Erfolg. Habe ich schon wieder komplett... Das ist das, was ich meine, ne? Wir haben das irgendwann gestartet und ich habe es einfach schon wieder komplett vergessen, was es auf sich hatte mit dieser Quest. Mein Gott, so. Okay, dann klaue ich halt nicht. Ist okay. So, zwei Früchtchen. Was gibt's jetzt hier? Ja. Ein besonderes Geschenk. Okay. Das ist immer noch zu teuer. Das kann ich mir noch nicht leisten. Das auch nicht. Auch nicht. Okay, aber Leuchtkram ist sicherlich auch sehr sinnvoll. Aber jetzt kann man es zumindest grundsätzlich überhaupt kaufen. Okay, also ich habe immer noch nicht genug Geld. Ich habe ja auch gerade richtig viel Geld ausgegeben. Ist aber auch in Ordnung. So. Okay, wir brauchen immer noch jede Menge Eier. Die sind jetzt aber auch erstmal irrelevant. Gut, wir haben jetzt eine ganze Menge mehr erreicht. Können wir jetzt endlich uns Richtung hier, Plateau. Ich will zu diesem verdammten Plateau. Ich meine, es wird wahrscheinlich doch schon recht weit. Na, jetzt muss ich erst den ganzen Teil hier durchqueren. Wahrscheinlich kommen wir nicht so schnell hin. Ah. Aber hey. Wir gucken mal. Wir gucken mal, ob wir die Richtung einschlagen können zumindest. Zumindest die Richtung. Das würde ich doch sehr feiern. Und vielleicht neue Türme öffnen, so. Na, das wäre ja alles schon mal was. So. Die Richtung ist richtig, ne? Ja, jein. Also das zeigt zu dem Turm hier von dem Gebiet. Ist der weit weg? Geht eigentlich, oder? Da ist sogar nochmal so eine Festung-Dings.
Ah, komm, wir gehen mal zu dem Turm. Wir gehen mal zu dem Turm. Ich finde das so cool mit Tulina. Das ist großartig. Anfangs dachte ich so, vielleicht ist es nervig und so, weil ich dann auch versehentlich das manchmal ausgelöst habe. Aber der Typ ist ja so göttlich drauf. Okay, ich möchte hier eigentlich gerne außen rum. Kein Interesse an euch. Sind da auch Gegner? Nee, das sieht okay aus. Ich will nur zu dem Turm. Ich will nur schnell zu dem Turm. Ja, okay. Können wir ja aktuell ja mitnehmen. Stil ist wichtig. Hi. Mode aus Hateno, ja, interessiert mich nicht. Das wird zwar wahrscheinlich irgendeine wichtige Sache sein mit der Mode, so. Und dass die jetzt da hingegangen ist, aber... Ich muss halt gestehen, aktuell interessiert mich das herzlich wenig. Na? Muss ich halt leider so sagen. Ich sehe, dass da Schreine sind und alles, na, ich weiß das. Aber darum geht es mir gerade halt nicht. Okay, den nehmen wir vielleicht dann doch schnell mit. Wenn ich den jetzt... Also da laufe ich jetzt halt straight dran vorbei. Ach, er ist es eher wieder. Alter Umschlagplatz, Ebene von Hyrule. Ja, komm. Hier ist kein Holzzeug. Muss ich jetzt hier erst fällen und dann daraus oder wie oder was? Hier ist ja nix. Och Leute. Hau mal nicht ab, Freund. So weit, so gut. Jetzt wird es halt noch nach hinten umkippen. Also im Moment wird es, glaube ich, nach hinten umkippen. Aber wir probieren es mal kurz aus. Aber ich, wie gesagt, ich denke, es kippt nach hinten um. Nein, okay, ich habe nichts gesagt. Wunderbar. Sehr schön. So, 20 Rubine. Essen. Und irgendwas anderes. Ja, toll. Alles klar, ciao. Okay. Ja, dann lösen wir halt erstmal den Schrein aus. Ist in Ordnung. Ist okay, let's go.
Problemfixierung. Gut. Hat gut funktioniert. Dumm, die 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 dumm. So. Ach, du grüne Neune. Okay, ich weiß nicht, was der Schalter hier tut. Was ändert der? Okay, ich habe keine Ahnung. Ach Mann! Ja, was ist das denn? Du spawnst und fällst direkt wieder runter. Hallo, was ein Spawn. So, oh mein Gott, was soll ich hier tun? Oh mein Gott. What the heck? Also ich habe noch nicht so ganz verstanden, was die Dinger jetzt können. Außer, dass es da halt festhält an dem Teil. Und dass man das da so reinstecken kann, aber... Was bringt es einem am Ende? Also was will ich überhaupt? Das ist auch so ein Ding. Kann die den Boden stechen? Ja. Und das Teil, was kann das? Also. Ich kann die auch da reinstechen. Und wenn ich die da reinsteche. Oh. Klappt gut. Und sind die da drin? Aber was, also, ich soll irgendwie dieses Ding hier auslösen. So. Aber was nützt mir das hier? Moment. Ich verstehe halt auch noch nicht, was dieser Schalter jetzt verändert. Ach so. Ach so. Jetzt verstehe ich, was dieser Schalter verändert. Das hatte ich halt nicht gesehen. Ja, dann ergibt das schon mehr Sinn. Wir einfach ein bisschen Basketball spielen.
Basketball, Baseball meine ich natürlich. Lost. Das war jetzt nicht die richtige Richtung. Ja, aber. Muss ja viel eher dagegen schlagen. Noch eher. Noch eher. Ach so. Da ist ja noch ein Stäbchen. Da ist ja noch eins. Sag das doch gleich. Nice. So. Ach so. Und das jetzt für die Truhe dann. Nice. Okay. Also es gibt schon echt ganz komische Sonau-Bauteile. Aber gut. Hauptsache geschafft. Hauptsache geschafft. So, zack. Nummer 3. Nee, Nummer 4 sogar. Oh, wir könnten uns einen neuen Herzcontainer holen. So, zum Turm. Und dann beenden wir den Part. Auf zum Turm und dann beenden wir den Part. Ja, und immer in der Nähe von den Schreinen sind dann auch diese Dinger, ne? Als ob die jetzt irgendwas... Oh, hier ist eine Truhe. Ah, und da komme ich jetzt auch nur mit den Dingern ran. Mein Gott. Tu halt nicht dumm. Yay. Okay. So, jetzt will ich zu dem Turm. Aha. Ach, das waren einfach nur Fässer. Ich dachte, da war wieder irgendeine Truhe im Boden oder so. Ja, schade. Okay, der Turm sieht allerdings ein bisschen, ein bisschen fies einnehmbar aus.
Da ist das Kolosseum, oder was? Oha. Will ja gar nicht wissen, was da diesmal in der Mitte ist. Deswegen finden wir es auch am besten gar nicht erst raus. Oh, Feuerfrüchte. Sehr gut. Aber ja, da ist das Kolosseum. Dann war doch hier in der Nähe sogar ein Stall, aber der ist jetzt nicht mehr da, scheinbar. Und da ist das Plateau. Da ist das Plateau. Jo. Genau da wollen wir hin. Dann könnte ich doch... Oh, das wäre voll gut von dem Turm aus einfach dahin fliegen. Das würde sogar funktionieren, ne? Ich muss jetzt nur den Weg da hochfinden. Och nee, muss ich mich da jetzt durch so ein scheiß Lager kämpfen? Och nee. Och nee. Scheiße. Ja, ich kann zumindest den Teil umspringen. Hat gut funktioniert. Hat gut funktioniert. Darf ich jetzt mal da hoch? Danke. So, lasst mich einfach durch. Kein Interesse an euch. Ja, cooler Turm. Großartiger Turm. Großartiger Turm. Alles super. Tschüss. Oh mein Gott, ey. So, Abflug. Eieieiei. Ganz toller Turm. Oh, da ist das Plateau. Oh mein Gott, hier ist... Oh mein Gott, ist es schon wieder... Das ist jetzt schon wieder richtig schlimm, weil jetzt... Ach nee. Weil jetzt hier direkt so zwei kleine Inseln halt mich anlächeln. Die lächeln mich direkt an, diese kleinen Inseln. Mann. Was soll ich tun? Nice. Okay, komm, wir gehen mal zu der einen kleinen Insel zumindest, die mich so angelächelt hat. Ja, die da. Das scheint ja nicht viel zu sein. Also das kann ja nichts Großes sein. Ja, ein paar Feuerfrüchte, sehr schön. Das ist doch wunderbar. Oh, Goldapfel war hier. Oha. Okay. Noch einer. Oh mein Gott, hier ist einfach das Goldapfelreich. Ah, nee, ist normaler Apfel, sah nur so aus. Aber das ist jetzt wirklich ein Goldapfel. Krass. Zwei Goldäpfel. Oh, Sonnenfleckchen. Let's go. Okay, und das da unten sieht aber schon interessanter aus. Was kannst du? Okay, du kannst nix.
was ist auch nichts. Oh, Feen sind hier. Ups. Habe ich nicht gesehen. Okay, wenn hier Feen natürlich sind, ist das ganz cool. Die kann ich dann gleich wieder alle auf einmal verlieren. Komm her. Sehr schön. Und dann ist so ein Ding hier. Okay. Ja, gut, das könnte man dann wahrscheinlich benutzen, um darüber zu kommen. Fühle ich jetzt nicht so. Oh. Ja, mit Raketen könnte man da... Okay, da könnte man halt ganz gut sogar rüberkommen. Ah, Mann. Das Schlimme ist, jetzt wissen wir, dass es in diesen Himmelsdingern... Na, auf diesen Himmelsinseln, dass es da halt auch so... so richtig wichtiges Zeug gibt. Ach, nee. Hier könnte ich jetzt so einen Gleiter installieren. Okay. Aber ich will zum Plateau. Wo ist das Plateau? Da ist das Kolosseum, dann ist das Plateau in die Richtung. Ja. Alter. Nein. Wir landen einfach direkt schon auf dem Platte. Wir landen einfach direkt schon auf dem... Oh, da ist auch so ein Miasma-Scheiß. Uff. Das ist, wo der ehemalige Schrein... Oh mein Gott, haben alle ehemaligen Schreine jetzt... Die haben alle jetzt so ein Miasma-Scheiß. So ein Lochding. Oha. Das die Kathedrale. Oh mein Gott. Da ist dafür ein richtiger Schrein. Okay. Und hier ist einer. Oh mein Gott, ey, es ist. Oh Scheiße. I'm dead. Ich habe eine Fee gehabt. Wir sind auf dem Plateau. Unfassbar. Aber jetzt haben die alle Schreine, haben jetzt so ein Loch bekommen. Aber das, also das sieht ja dann recht nah beieinander, die Löcher. Okay. Rüstgras. Hier hinten war das, oh, nice, Feuerfrucht. Hier hinten war so ein Moblin-Lager irgendwann mal. Das weiß ich noch. Und da ist jetzt ein Schrein. Okay. Und da ist ein scheiß Elektroschleim. Du kannst mich mal. Oh mein Gott, kannst du mich mal kreuzweise. Okay, aber jetzt mal Retalk. Wenn hier ein Schrein ist... Und da oben ist das Loch gewesen. Dann kann ich doch hier relativ schnell den untere Wurzel auch auslösen. Guck mal, das ist überhaupt nicht weit weg. Das ist überhaupt nicht weit weg. Kraftübertragung. Ah, nee, ich muss... Warte. Bringt es was, so zu drehen? Nee, ne? Nee, so drehen bringt nicht viel.
Hallo? Wieso habe ich jetzt denn den ausgewählt plötzlich? Ja, den kann ich jetzt drehen. Ah. Ach so. Der dreht sich automatisch. Das habe ich nicht gewusst. Das habe ich nicht gewusst. Ja, dann ist es doch das, was ich vorhin gemacht habe. Nämlich, dass ich die einfach miteinander verbinde. Gut funktioniert. Mann, du sollst beide drehen, du dummes Ding. So. Mein Gott. Schwere Geburt. Aha. Warum kann ich hier runter? Okay, also wir werden jetzt schon fertig. Ich könnte mich jetzt hier mit zweimal Dings nach oben bringen und das war's. Aber ich will natürlich noch die Truhen haben. Ah. Da. Ich will ja noch die Truhen haben. Wie komme ich jetzt daran? Ah, shit. Okay, das war nicht so gut. Okay, das funktioniert sehr gut sogar. Jupp. Yay. So. Und jetzt muss ich nur noch den hier anbringen. Nicht so. Ah, ich dachte wieder, okay. Das hat nicht funktioniert. Ach so. Ja, dann machen wir das ganz anders. Sollte doch hoch genug sein. No. Es reicht nicht ganz.
Okay. Kein Problem. Gar kein Problem. Nachdem ich mir den eigentlich Intended Weg ja gerade verbaut habe, müssen wir halt ein bisschen... Scheiße. Müssen wir halt ein bisschen, uns so helfen, ne? Zum Glück kann man ja hier ein bisschen kreativ sein. So. Yes. Sehr schön. So. Okay. Wunderbar. Heieieiei. Okay, aber die Wurzel, also, ne, die Wurzel müsste von dem Eisschrein überhaupt nicht weit weg sein, von dem ehemaligen Eisschrein. Das würde ich jetzt schon gerne noch, Mann, ich muss eigentlich die Aufnahme komplett beenden, aber das würde ich jetzt schon noch gerne ausprobieren. Na komm, es ist ja nicht weit. Es ist ja echt nicht weit von hier. Nein, bleib doch mal kurz da stehen. Ah, nicht, okay, scheiße. Ach, jetzt muss ich echt wieder außenrum. Alter, lass mich bloß in Ruhe. Okay, so wird es. Oh, 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 oh. Schwierige Momente. Kommt die zu mir? Nein, gut. Puh. Drecksviecher. Puh. So, du kannst mich mal. Alter, wie ich diese Dinger hasse. Ne? Der kann mich jetzt mal gerne haben. Wir gehen hier schön außenrum. Schön entspannt gehen wir hier außenrum. Okay. Ja, könnt mich mal. Keine Zeit und Nerven für euch. Ist das immer noch so stressig, dass es jetzt hier kalt wird eigentlich? Oder geht das jetzt mittlerweile? Ah, sieht nach Eiswasser aus. Ah. Okay, reicht die Kleidung diesmal? Yes. Ey, das gibt's ja nicht. Das ist ja wie damals mit den Magnetdingern. Mensch. Und das habe ich genau gesehen. Gib mir das.
Cool. Cool, cool, cool. Und hier, oh mein Gott, nein, 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 nein. Das war nicht, was ich wollte. Dieser Todesfluss ist immer noch der Todesfluss. So. Und hier hinten war ein Grog damals. Haben sie hier wieder einen hingesetzt? Nein, schade. Okay. Mann, mich wird gerade so viel reizen. Ich würde gerne den hinter dem Wasserfall die Truhen auschecken und ach Mann. Aber komm, wir gehen jetzt noch hier hoch und dann hören wir auf. Ich will noch diese eine Wurzel auslösen. So ist sofern da eine Wurzel ist. Also ich gehe halt davon aus, dass da eine ist. Aber das will ich jetzt noch auslösen. Warte, das kommt jetzt. Ich komme hier hoch, ich komme hier hoch, ich komme hier schneller hoch. Nein, ich komme hier nicht schneller hoch, schade. Aber es geht, es müsste gehen. Ja, es passt. So. Und hopp. Okay. Hä? Steht da was drauf? Warum zeigen die, wohin zeigen die Pfeile? Die Pfeile zeigen ins Wasser. Ja, da kann ich nicht rein. Das ist nicht machbar. Es geht viel, aber das nicht. So, aber hier oben ist jetzt dieses Ding, ne? Ja. Entdeckt. Westabgrund am vergessenen Plateau. Okay. Warum sind hier so Eisteile? Ist da was drin? Die sind leer, oder? Die sehen komplett leer aus. Ach, die sind ja... Nee, nee, auch nicht. Ja. Das, war's dann damit. Okay, Abflug. Hui. Oh, da gibt's direkt Irrlichter. Oh mein Gott, richtig viele Irrlichter gleich. Geil. Richtig viele Irrlichter. So, aber wir brauchen auch erstmal richtig Licht. Sonst wird das hier nix. Oh, 148 haben wir mittlerweile. Chillig. Okay, jetzt habe ich aber das Problem, dass ich von hier aus überhaupt nicht dahin komme, wo ich gedacht habe, dass ich hinkomme. Hier sind 3 Millionen Ventilatoren. Hier ist direkt ein Gebäude. Ich meine, okay, es gibt irgendwo Sinn, aber das überfordert mich direkt wieder. Nein, hör doch auf. Ah, ich kann hier hoch. Ich kann hier easy einfach hoch, okay. Jo, hier ist direkt so eine Art Tempel. Was ist denn hier? Hä, wäre das jetzt bei jedem gewesen? Oder ist das nur hier, dass da so ein Konstruktgebäude irgendwas ist? What the fuck? Lol. Sollte ich nicht Fotos von den Statuen machen auch? Aber hier ist nämlich eine von diesen Statuen.
Jo. Okay, du bist einfach nur aus dem Nichts wiedergekommen. Mach dich weg. Niemand will mit dir spielen. Niemand will mit dir spielen. Oh, ich will aufhören, aber ich kann nicht. Aber ich will nicht noch einen neuen Part anfangen. Aber das, was ich vorhatte, funktioniert jetzt gar nicht. Ich komme gar nicht in diese Richtung, in die ich... Das geht komplett in die andere Richtung. Oder? Ja. Ja, komm, dann fahren wir jetzt noch diese komische, was auch immer das ist, nach hinten. Diese Schienen. Der hat ja schon extra... Also die haben ja schon extra für uns hier was aufgebaut. Dann nutzen wir das halt auch. Das wird ja schon extra für uns gebaut. Ich speichere aber mal vorher. Ich habe ein bisschen Angst. Vor allem, aber hier ist jetzt so eine Dings. Ich würde es jetzt merken, dass hier so eine Statue ist, oder. Ich habe keine Ahnung. Okay, das ist jetzt halt einfach wirklich wie eine Achterbahn. Ich will Achterbahn-Feeling wieder haben. Mine im Heiliatal. What? Das ist zu groß für jetzt, oder? Oh mein Gott, da ist eine Truhe. Aber das ist zu groß für jetzt. Ich kann das jetzt auch nicht alles hier... Ich muss den Part beenden. Ich muss die Aufnahme beenden. Hübsches. Untertage. Leuchten? Die hat einen Leuchteffekt. Habe ich jetzt automatisch Leuchteffekt einfach drauf und brauche nicht mehr die Leuchtsamen in dem Moment? Ich habe so einen Leuchteffekt. Ich habe einen Leuchteffekt. Oh mein Gott. Aber es ist jetzt, okay, es ist jetzt nicht so... Ja. Also ich verstehe, in welche Richtung das geht, wenn man das mal mehr hat davon. Aber es ist halt der Wagen auch weg. Es ist halt auch blöd. Ich habe den Wagen halt nicht gestoppt, der Wagen ist halt einfach weitergefahren. Das ist halt nicht so gut jetzt gewesen. Der kommt halt auch nicht wieder, ne? Und ich komme da auch nicht zurück und da war auch kein Teleport. Ah, scheiße. Das ist halt das Problem, wenn ich mich jetzt hier wegteleportiere. Ich habe keine Möglichkeit, dahin zurückzukommen. Der Wagen hin. Der ist einfach weitergefahren. Scheiße. Ah, nee. Okay, aber theoretisch kann ich den Schienen sogar noch folgen. Ohne, dass mir was passiert. Wenn dann mal meint.
Also fast ohne, dass mir was passiert. Oh, Bruder. Oh, Bruder, das ist nicht gut. Oh, das ist nicht gut, dass die mich treffen. Oh, das ist gar nicht gut. Das war jetzt überhaupt nicht gut. Ich brauche einen Speicherpunkt hier unten. Ich raste aus. Hier ist der Wagen okay, hier hat der Wagen aufgehört. Also hier wäre ich jetzt spätestens auch rausgekommen. Und das ist alles noch Heiljamin, oder was? Und hier geht's weiter. Alter Schwede. Es ist viel zu groß. Es ist viel zu groß. Ich hab keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt hier alles kompensieren soll. Speichere mal kurz. Falls hier irgendwas gleich brutal schief geht. Und diesmal halte ich an, wenn ich irgendwo zwischenlanden will. Ganz wichtig. Ich weiß halt auch nicht, wo man hier rauskommen soll am Ende. Da ist irgendwas. Verlassene Zentralmine. Ist das das Ding, was wir gesucht haben? Gefällt diese große Fläche nicht. Da ist wieder eine Truhe. Verlassene Zentral. Es hieß doch, dass wir irgendeine Zentralmine suchen. Großes Onanium, okay. Das ist mit Sicherheit gut. Ich habe nur noch nicht so wirklich die. Alter, ich kann das jetzt nicht weiter hier durchsuchen. Ich muss jetzt aufhören. Es hilft nichts. Aber wir haben schon wieder was richtig Krasses hier unten gefunden. Und, ey, das ist schon wieder... Mann, ich will... Auf das große Plateau. Ich wollte mir auf dem großen Plateau die Sachen angucken, die man schon kennt. Und was finden wir stattdessen? Wir gehen in den Untergrund. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, hier sind überall... Och, nee, ich... Och, Freunde. Tschüss. Och, ich... Ich bin komplett überfordert. Aber das wirkt alles so, als ob man hier... Mann. Was ist denn das jetzt? B? Was? Oh mein Gott, das ist das große Ding, wo man Irrlichter hergeben kann. Vergessenes Plateau, Schlosstor, gefangen auf dem Grunde des Wassers. Was? Schlosstor, gefangen auf dem Grunde des Wassers. What? What? Ich kann nichts machen. Aber das ist die große... Mann, aber dann muss doch hier irgendwie ein Teleportpunkt hier hin sein.
Vielleicht, wenn ich die komische Treppe weiter hochgehe. Aber ich kann hier noch nicht beten. Warum kann ich nicht beten? Vergessenes Plateau, Schlosstor, gefangen auf dem Grunde des Wassers. Es klingt nach mehreren Orten, die ich besuchen muss. Schlosstor, gefangen auf dem Grunde des Wassers. Alter, ich bin nicht. Wo führt denn die Scheiße jetzt hin? Ich will die Kacke werfen. Lass mich jetzt werfen. Da oben ist doch auch wieder irgendeine Statue, irgendwas. Da ist meine Wurzel. Also es tut mir leid, ich bin echt böse überfordert, ne? Ich bin echt böse überfordert gerade. Weil ich halt aufhören will eigentlich und... Oh. Und es kommen hier so 3 Millionen Sachen auf einmal. Und hier ist wieder mal irgendwas zum Auslösen. Och nee. Und hier ist ein scheiß Jäger. Das ist doch schon wieder so ein... Das ist doch jetzt wieder so ein Drecksjäger. Das ist doch jetzt wieder safe so ein Drecksjäger. Oh, komm. Ja, das Ding ist eh gleich kaputt. Dann kann ich das gleich nehmen. Ja, mehrere. Ja, natürlich. Ja, komm. Ja, komm. Es bewegt sich. Übertrage die Bautomatik. Ich empfehle dieses für Forschung im Untergrund von Sonanium einzusetzen. What? What? Ich krieg... Was? 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 Ich krieg noch eine neue... Was? Er kann sich Sachen merken... Hier werden aufgeführte Ultrahand-Bauprojekte automatisch aufgezogen und können danach mit Objekten in der Nähe und Sonanium sofort nachgebaut. Was? Mit dieser Macht kannst du alle Objekte speichern, die du mit deiner Kraft erschaffen hast. Und sie kann jedes gespeicherte Objekt sofort erneut herstellen. Ah. Fahrzeuge kaputt. Oh. Ah. Sind es doch keine Jäger? Ich will jetzt gar nichts probieren. Jetzt habe ich eine... Ich hab hier jetzt... Alter. Also. Ist das jetzt zumindest so ein Speicherpunkt? Oder kann ich jetzt hier hin manchmal? Oder was ist das jetzt? Ich kann mich jetzt hierhin teleportieren. Okay. 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 Okay, wir probieren es kurz aus, aber ich hab... Alter, ich hab kein... Ich, Bruder. Hier ist überhaupt nichts mehr von dem Fahrzeug zu erkennen, hä? Da ist durchaus noch was von dem Fahrzeug zu erkennen. Du hast keine Baupläne registriert. Ja, echt.
Mein Gott. So, so rum. Zack. Jetzt ran da. Jetzt kommt die Hauptstadt. Deine Reparatur ist total kaputt auf dem kanadischen Protest. Von dir gebautes wird dem Bautemann zum Kanadier reproduziert werden. Also habe ich das jetzt gerade durchs Gebaute, kann ich das jetzt hier reproduzieren oder was? LOL. Okay, bestätigen. Ach krass. Ach krass, das geht wirklich. Ja, ja, war ja klar. Was? Koga selbst taucht jetzt auf? Ich will den Part beenden. Nee, jetzt nicht. Oh, Koga, geh mir nicht auf die Nerven. Anführer der Jäger. Können wir bitte nicht jetzt kämpfen? Aber nicht jetzt. Oh, shut the fuck up. What? Oh, kann ich mich wegteleportieren? Muss ich jetzt ernsthaft noch gegen den kämpfen oder was? Ist jetzt nicht so gut. Okay. Oh, toll. Wieso kann er das jetzt eigentlich auch? Das ist ja voll frech. Ach, schade, ich dachte, ich kann ihn selber überfahren. Okay, jetzt ist der Gamma im Mittelblockhammer zerbrochen, aber der macht ihm halt ordentlich Schaden. Holy moly. Lol. Na gut. Also viel hält er halt nicht aus, ne? Also überhaupt nicht. Also der ist... Aber was ich halt jetzt überhaupt nicht verstehe, wieso erfährt man... Also, Bruder. Wieso kriegt man das so nebenbei erwähnt, dass es sowas... Also überhaupt nicht erwähnt.
Dass man das. Also, wieso kriegt man das nicht gleich gezeigt, dass es sowas gibt? Warum muss man dafür erst die ganzen Sachen einzeln finden? Das ist irgendwie schon weird. So, mach dich weg. Mein Gott. Alter. Ach, Koga. Verzieh dich. Haufenweise gefunden, solche Ruinen. Du benutzt deine rechte Hand, um das Konstrukt zu steuern. Ich weiß Bescheid. Zur verlassenen Südwestmine. Dort schnappe ich mir auch diese Macht, die du besitzt. Aber, er kann eh schon die ganzen Sachen zu... Also er hat eh schon eine höhere Macht. Er kann einfach so Sachen holen. So, hä? Was will er für eine Macht von mir? Volltrottel. Jetzt gibt's noch eine Truhe, Alter. Ich raste aus. Episoden Kogas finstere Pläne. Enormer Sonau-Energiekristall enthält so viel Energie wie 100 normale Kristalle. Ist recht. Können wir jetzt bitte den Part beenden? Verlassene Gerudo-Mine. Ich will nicht aufbrechen. Ja, ich spreche noch mit dem. Sorry, wenn ich jetzt gerade nichts vorlese. Ich bin gerade echt überfordert. Bauplan-Steinplatte. Was ist das denn jetzt wieder? Konstruktionszeichnung, mit der zum Beispiel ein Fahrzeug der Sonau nachgebaut werden kann. Nutze für Nachbauten die Bautomatik. Oh lol, ich muss das nicht mal selber bauen, ich krieg auch Baupläne. Okay, aber das erklärt jetzt so viel. Das erklärt... Oh mein Gott. Das erklärt jetzt so viel an... Alter, ja. Das ist insane. Das erklärt jetzt so viel an diesen ganzen Objekten und Orten, die wir gesehen haben, ne? Ja, das machen wir jetzt nicht. Ah, das erklärt jetzt so verdammt viel. Hui. Oh, meine Batterie reicht nicht sonderlich lange. Oh, ich hab die ge... Ach, weil ich die vorhin noch aufgeladen hatte. Lol. Oh mein Gott, weil ich die vorhin zufällig aufgeladen hatte, reicht die jetzt gerade so. Das war ja Punktlandung. Das war jetzt ja einfach eine Punktlandung. Ich raste aus. Ei... Okay, Alter. Oh mein Gott. Ich habe keine Worte mehr. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.